So, wir befinden uns hier an der Uni. Das ist der Roller vom Kollegen. Der Kollege ist gerade beim Pissen gewesen. Und wie war's beim Seuchen? Mein Gesicht nicht zeichnen, du Mongo. Man sieht dich nicht, Mann. Ja, man sieht mich nicht. Deine hässlichen Käsefüße sieht man aber. Danke. Jedenfalls sind wir jetzt an der Uni oben. Ja, Uni kann ja irgendeine Uni sein auf der ganzen Erde. Haben wir einen geilen Ausblick. Uni Westfalen, wer es wissen will. Ja, genau, da sind wir. Am besten auch irgendwo so ein Schild hinhalten, wo wir genau sind. Ja. Nee, nee, jetzt sind wir halt mit dem Berlin, Roller Berlin. vom Kollegen da, mit seiner coolen Motorradjacke. Ja, Schutz ist Ja, gut, Schutz ist meiner steht zu wichtig. Hause, mir zu faul zu fahren, hockt lieber hinten drauf. Und ja, habe ich mir gedacht, so, habe ich so gedacht, so, Bus kommt. Ja, zeig uns die Nummer, ganz schlau. Egal, wie ihr schon seht, geht es heute um Auspuffanlagen. Wir reden von Ersatzauspuffanlagen. Wir reden nicht, Genau. und ja nicht von billigen, sondern von Sportauspuffanlagen. Ha? Lauter reden. Ja. Solltest du vielleicht. Richtig Amateurhafte, wie wir filmen. Aber mein Mikro ist schon gut. Ich zeige die ganze Zeit aus dem Auspuff. Wie ihr sehen könnt, das ist ein Originalauspuff, das sieht jeder Depp. Weil die meisten China-Roller, nicht alle, aber viele Zweitakt-China-Roller, die einen Auspuff dran haben, mein alter Roller hat es auch dran, also so ähnlichen. Da hat hier die ganzen Drosseln, also hier wurde komplett kastriert. Ja, der Kollege will sich eh auch einen Sportauspuff kaufen. Wollt ihr den? Den Leo Winch ZXL. Gut, den Namen konnte er sich mal merken. Ja. Den will er sich besorgen. Und ja, jetzt muss er erstmal die erste Inspektion machen und dann kommt der Auspuff an. Und jetzt findet er. Egal. Es gibt sehr viele Auspuffanlagen von sehr vielen verschiedenen Marken. Gut, also. Wir wollen ja keine Werbung machen. Es gibt Leo Winch, es gibt Stage Nein, 6. für keine Schleichwerbung. Stage 6. Wenn du mehrere nennst, ist das keine Schleichwerbung mehr. Ja, gut, dann kann man so aufzählen. Gibt es ja viele Hebo Performer, also den Auspuff. Den kennst du wahrscheinlich nicht. Dann ganz teure Auspuffanlagen sind High-End, von denen sprechen wir gar nicht. Wir reden eher nur von Sportauspuffanlagen, also Leo Vinci, da gibt es ja die Reihe von TT, ZX, ZXR, dann von. TT. Ja, habe ich gerade gesagt. Die Ach, TT hatte ich ja selber ZX dran. hast du gesagt. Die haben gesagt TT, ZX, ZXR. Dann gibt es von Technigas, was heißt Q-Dingsbums, der ganz billige für 70 Euro. Und dann gibt es noch den NexR, der bekannteste von allen. Den könntest du auch theoretisch holen, aber ich weiß nicht, von der Verarbeitung her ist er nicht so prall. Lieber ZXR. Hol mir was Gescheites. Ja. Der ZXR hat ja irgendwie so einen Kevlar. Was hat der nochmal? Kevlar Carbon. Genau. Ziemlich gut. Also das Hat mich Endstück. sogar gewundert, dass sie das so Kennt ihr wahrscheinlich, verarbeiten. ja. Und untenrum ist der ZXR auch ziemlich gut. Also das soll anscheinend richtig gut ziehen untenrum. Also die ganzen Auspuffanlagen von LeVinci, also der TT, ZX, die sind eher gedacht für den unteren, mittleren Drehzahlbereich. Ja, ich hatte selber den TT dran am JetForce und der war im Prinzip leicht abzustimmen. Jetzt habe ich an meinem Speedjet, der günstig gekauft, einen Stage 6 Pro. Wie kann ich meinen eigenen Auspuff nicht aussprechen? Stage 6 Pro Replika. Also der muss man schon besser abstimmen. Der ist eher für den oberen Drehzahlbereich gedacht und so. Der ist allgemein schwerer abzustimmen. Aber der ist ja bekannt. Egal, der war billig. Aber wenn man wenig Arbeit reinstecken möchte und ja, untenrum viel mehr Bums hat, haben möchte und halt eher eine Rolle hat wie wir, der eher original ist. Und der ist original, er ist komplett Der ist original. komplett original, da ist nichts Ja, und geändert dran. der Auspuff kommt ja noch hin, der Sportauspuff, und dann wird er ja, für den, ja, für unseren, für wenn man einfach mehr Druck haben möchte untenrum, also die Leo Vinci-Anlagen sind ja am einfachsten, weil da meistens schon reicht es ja schon, wenn man da die Gewichte reinpackt und die ziehen ja untenrum ziemlich gut schon. Wo macht die Federn und so. Ja, man muss halt schauen, was man sich für einen Auspuff kaufen. Es gibt ja verschiedene. Viele sind auch eher gedacht für den 50er Sport oder 70er Sport. Ja. Jo. Ich glaube, ja, TT hat die ja, wie gesagt, und der ging hier richtig. Untenrum geht er, aber die ganzen CD, die ganzen DaVinci-Dingsbums, die gehen bis 0 bis 50, ziehen die gut und so, und dann fängt es an, Leistung zu verlieren. Ja, wie gesagt, eher gedacht für den Originalzylinder und so. Deswegen kaufst du auch ein ZXR, du willst ja wenig machen. Wer wenig machen möchte, kauft sich am besten so ein ZX oder TT. Die sind eher untenrum, wie gesagt, sehr gut für Tuning und so, eher
Und im Lieferumfang enthalten sind schon die Gewichte und die Ja, Federn. das ist ja der Vorteil Ist auch von. noch ein riesen Vorteil. Da Ja, brauchst bei du quasi nichts anderen einkaufen. Auspuffanlagen ist zum Beispiel gar nichts dabei. Ja. Wie gesagt, habe ich schon alles aufgezählt. So. Die besten Ausbauanlagen, wo am meisten Ergebnisse rauszieht, sind eher NextR, habe ich gelesen, und die Leo Vinci-Reihe TT und ZX und so. Ja, ein kurzes Video. Kommt bald Neues. Bald kommt Neues mit ZXR und Vergleich mit noch. Da kommt noch ein Video von mit meinem Stage 6 und so. Ja, passt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, obwohl ich selber nicht so die Ahnung habe. Ah!